Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute mal wieder zu einem Video, was man aus Klemmbaustein ohne Technikelemente für lustige Sachen bauen kann und dass man sich einfach mal kreativ ausleben sollte. Das ist ein etwas langer Videotitel. Man könnte es auch einfach nennen, baue ein Mini-Süßigkeitenautomat aus Klemmbaustein ohne Technikteile. Das ist vielleicht ein bisschen catchier, der Titel. Auf jeden Fall, ich habe euch ja auch schon mal den Mini-Tresor gezeigt. Mit Schlüssel und Geheimschlüssel. Ich setze mal auf diesen jetzt diese Candy-Maschine drauf. Dann hat die einen schönen Halt. So. Und jetzt haben wir ja hier vorne an der Maschine schon mal diesen Schlitz. Ich möchte euch erstmal zeigen, wie sie funktioniert, bevor ich euch zeige, wie man sie baut. Auf jeden Fall könnte man das Teil mit Münzen bauen. Ich habe es jetzt auch mal so gebaut, dass man mit Fliesen bezahlt. Weil es gibt ja auch von Lego diese Fliesen, die bedruckt sind wie ein Geldschein. Den blende ich euch auch gerne mal ein. Und ich finde, das passt auch besser in die Klemmbausteinwelt rein. Man kann das aber auch locker mit einer Münze machen. Dann baut man es wieder ein bisschen kreativ um. Das ist kein Problem. Und dafür sind diese Videos ja da. Einfach mal ein bisschen kreativ sein. Und auf jeden Fall haben wir dann hier jetzt diese Fliese. Ich habe jetzt leider keine von Lego, die als Geldschein bedruckt ist. Ich habe jetzt einfach mal von einem x-beliebigen Klemmbausteinhersteller die Steine genommen. Und auch diese Fliese hier. Und dann könnt ihr hier einfach mal das Geld reinstecken. Und wenn ihr jetzt nämlich nachdrückt und damit das Geld quasi in den Automaten steckt, habt ihr es gesehen? Da kam unser wunderschönes Tic-Tac raus. Und weil das so schön war, können wir das natürlich auch nochmal machen. Wir nehmen den hier einfach rein, legen das Tic-Tac hier rein. So. Machen es zu. Nehmen wieder unser Geld. Stecken es hier vorne rein. Und drücken. Und da ist unser Tic-Tac. Wunderbarer Süßigkeitenautomat, würde ich sagen. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, ich zeige euch gerne, wie man es baut. Und bevor ich es baue, möchte ich nochmal was dazu sagen. Das ist natürlich nichts, was man unbedingt braucht. Darum geht es aber hier auch nicht in diesem Format. In diesem Format geht es darum, selber was zu erschaffen und kreativ zu werden. Mit den einfachsten Mitteln, die man hat, ein paar lustige Ideen umzusetzen. Hier geht es nicht darum, dass ich euch was Bahnbrechendes zeige. Das war bei dem Safe nicht so und das ist hier auch nicht so. Und hatet es deshalb bitte nicht, weil es einfach ist. Aber das ist der Sinn, über einfache Sachen und einfache Ideen einen Denkanstoß zu geben, damit man selber zu Hause kreativ wird und die Lego-IT lebt. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Aufbau. Und im Endeffekt fängt alles mit den Grundplates an. Wir haben hier 2x4er Plates, davon 2 und eine 1x4er. Ihr könnt natürlich auch eine 4x4er und eine 1x4er nehmen, ist völlig egal. Ihr könnt die Farbe nehmen, die ihr wollt, ist völlig egal. Wie ihr euch das eben für euch vorstellt und wie ihr Lust drauf habt, ganz einfach. Dann nehmen wir hier vorne eine Fliese, auch hier völlig egal welche Farbe, je nachdem wie ihr eben euren Candy-Automaten bauen wollt. Und dann braucht ihr so ein Teil hier. Und das setzt ihr im Endeffekt ganz einfach hinter die Fliese. Das muss 3 lang sein und das ergibt dann hier wie so eine kleine Rutsche. Dann braucht ihr eine Konstruktion, wo ihr hier einen 1x2er Brick und dann einen 1x4er Brick habt. Den 1x4er Brick auf den 1x2er Brick setzt und darauf eine 1x2er Fliese macht, die dann mittig auf dem 4er Brick ist. Und die setzt ihr schon mal hier dahinter. Und dann braucht ihr einen 1x3er Brick und einen 1x2er Brick. Den 1x2er Brick setzt ihr auf den 1x3er Brick genauso, setzt den dann eben hier hin, neben diese Rutschkonstruktion und setzt da dann das, was wir vorhin gebaut haben, einfach drauf. Davor baut ihr nochmal 2 2x2er Bricks übereinander, um im Endeffekt die Wand dort abzuschließen. Linksseitig davon braucht ihr dann entweder 2 2x4er Bricks oder wie ich jetzt genommen habe, einfach nur für die Farbgebung ein 2x4er Brick und dann 2 2x2er Bricks und die setzt ihr einfach links hier drauf, neben die Rutschkonstruktion und die Fliese. Dann braucht ihr eine 1er Fliese, die legt ihr genau an diese 2er Fliese hier ran und dann braucht ihr wieder eine 2er Fliese, die habe ich jetzt mal durchsichtig gewählt, einfach nur, weil ich das cool finde, wenn dann später bei der Konstruktion, wo das Tic-Tac draufgelegt wird, das durchsichtig ist. Und davor legt ihr noch eine 1x2er Fliese, die das dann hier vor abrundet. Das ist dann im Endeffekt der Teil, wo ihr mit eurem Geld, in Anführungsstrichen Geld, hier vorne reinsteckt. Und das ergibt dann eben im Endeffekt den Geldschacht. Dann braucht ihr ein 1x4er Brick und setzt darauf eine 1x2er Plate. Die nehmt ihr jetzt hier und die setzt ihr jetzt rechtsseitig drauf an die erste Fliese, die wir gebaut haben, hinten anschließend.
Und davor setzt er ein 1x2er-Brick, um quasi hier den Gang, wo das Tic-Tac rauskommt, zu schließen. Linksseitig braucht ihr dann wieder ein 1x4er-Brick und darauf eine 2er-Plate. Und den setzt ihr aber diesmal vorn an, sodass die 2er-Plates, die hier oben drauf sind, auf derselben Stellung sind. Und dahinter könnt ihr entweder einen normalen 1x1er-Brick hinsetzen oder nehmt jetzt so einen, der eben vorne nochmal so eine Noppe hat. Das ist ganz cool, weil dann könnt ihr euer Geldstück einfach direkt hier an den 1x1er-Brick mit Noppe ranmachen und setzt es dann einfach hier drauf und habt euer Geldstück einfach immer am Automaten mit dabei. Und dann fehlt natürlich noch das Wichtigste, und das ist ja die Konstruktion, die am Ende bewirkt, dass das Tic-Tac erst liegen bleibt und dann im nächsten Schritt runterfällt. Und dafür baut ihr das ganz einfach so nach. Ihr nehmt ein 1x2er-Plate, eine 1x4er-Plate und einen 1x1er-Plate und legt die in diesem Muster rauf. Und darauf baut ihr dann bei der 1x1er-Plate hier an die 1x4er-Plate an dem einen Ende eine 1x2er-Fliese drauf. Nehmt die 1x2er-Fliese, einen 1x1er-Plate, die jetzt bei mir so blaufarbig ist, und darauf eine 1x1er-Fliese. Und wiederum daneben kommt unten die 1x2er-Plate und darauf eine 2x2er-Fliese, damit ihr im Endeffekt so eine gefließte Konstruktion habt. Und diese Konstruktion legt ihr dann, ich habe es jetzt einfach mal immer farblich unterschiedlich gemacht, damit ihr direkt seht, wo was ist bei der Konstruktion, so hier rein. Jetzt braucht ihr noch was, um diese Konstruktion hier davor zu hindern, einfach hinten wegzukippen. Ihr legt die also hier rein, wie schon besprochen, und nehmt einfach hier nochmal eine 1x4er-Plate hinten drauf. Und damit kann es einfach hier hinten nicht mehr raus und ist safe. Alles, was ab jetzt kommt, ist im Endeffekt Deko und euch überlassen, wie ihr das umsetzt. Ich habe es eben jetzt alles oben relativ bunt und auffällig gemacht, weil ich gedacht habe, das passt dann einfach zu so einem Süßigkeitenautomat. Das Einzige, was noch wirklich wichtig ist, ist, dass ihr bei der 1x4er-Platte, die ihr vorne drauf macht hier, noch eine 1x1er-Plate genau an diese Position macht, wo hier dann das Geldstück reinkommt. Dann ist nämlich hier wirklich nur Platz für die 1x2er-Fliese und es kann dabei einfach nichts mehr verschoben werden. Oder dass dann die Konstruktion am Ende kaputt geht. Und damit habt ihr am Ende hier schon den Geldeingangsschacht eigentlich fertig. Und hier vorne habt ihr dann schon mal Fliesen, die einfach einen schönen Abschluss geben. Jetzt könnte man hier einfach wieder eine 1x4er-Plate machen und das Fliesen und es ist oben zu, aber dann müsste man ja immer, um einen Tic-Tac nachzufüllen, das Teil aufrufen. Deshalb nehmt ihr beliebigerweise eine Klappkonstruktion, die euch einfach gefällt. Ich habe jetzt so eine zusammengebaut, einfach mit so einem ganz normalen Gelenk. Ich habe jetzt so eine zusammengebaut, einfach mit so einem ganz normalen Gelenk. Hier drunter nochmal, damit das eben dann auf der richtigen Höhe ist, eine 1x2er-Plate. Ihr könnt da aber jede Klappkonstruktion nehmen, die ihr habt. Und habe dann hier für die Deko für den Automaten nochmal so ein schönes rotes Teil genommen und hier vorne nochmal eine 2x2er-Fliese in Gelb, damit es halt so richtig schön bunt für den Süßigkeitenautomaten ist. Das ist aber wie gesagt völlig egal. Hauptsache, ihr habt ja eine Klappfunktion, wo ihr dann immer euer Tic-Tac hier reinmachen könnt. In meinem Fall brauche ich dann hier nochmal eine Fliese, damit das dieselbe Höhe hat. Und es sieht natürlich dann auch einfach schöner aus, wenn das noch gefliest ist beim Süßigkeitenautomat. Und dann kann man das hier zumachen und hat hier im Endeffekt eine schöne Konstruktion, wo man dann immer wieder seine Tic-Tacs nachladen kann. Hinten habe ich mich dafür entschieden, anstatt einer 1x4er-Fliese noch was zu nehmen, was übersteht. Und das ist dieses rote Deko-Teil. Ja, das kann wieder machen, wie er möchte. Wie gesagt, das ist Deko. Das ist einfach nur dafür, dass es schön aussieht am Ende. Und das ist im Endeffekt alles, wie das Teil zusammengebaut ist. Und ich würde sagen, jetzt testen wir es einfach nochmal gemeinsam, ob alles funktioniert. Und das seht ihr im Endeffekt, indem ihr einfach mal hier oben das aufmacht. Wir machen es jetzt mal ohne Tic-Tac. Nehmt die 1x2er-Fliese und steckt sie hier rein. Und dann müsst ihr ja hier drin sehen, wie sie eben die Konstruktion nach hinten schiebt. Und dann seht ihr ja, hier ist jetzt das Loch und da würde das Tic-Tac durchfallen. Das können wir jetzt nochmal exemplarisch machen. Und das könnt ihr machen, prüft es einfach nochmal mit dem Tic-Tac, macht das Tic-Tac rein, macht es zu. Drückt drauf und voilà, das Tic-Tac kommt geflogen. Und dann wisst ihr, habt es fertig gebaut und könnt froh sein, dass es geklappt hat. Ich bin einfach ein Fan davon, die Lego-Idee oder die Klemmbaustein-Idee an sich zu ehren, indem man mit ganz einfachen Schritten was Cooles baut, einen Mechanismus baut. Und dass das nicht immer kompliziert sein muss, um Spaß zu haben, zeigt im Endeffekt wieder dieses Teil. Das ist ganz einfach gebaut, man kann das alles noch ausschmücken, noch ein bisschen schöner machen von außen, wenn man das möchte. Und trotzdem funktioniert der Mechanismus, es ist cool an sich und man kann das vielleicht für andere Projekte mal brauchen, wenn man irgendwas anderes machen möchte. Und deshalb mache ich diese Videos und hoffe, das hat euch gefallen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ihr könnt gerne ein Like und ein Abo dalassen. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, wenn ihr es nachgebaut habt. Und dann haut rein, euer Krieg der Steine.